Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Ich grinse nicht umsonst, denn das wird wirklich was in jeder Hinsicht ein geiles Video wird, weil wir fahren wie früher, das habe ich jetzt letztes Mal gemacht mit, Leute, Alter, vor 20 Jahren. Ich bin leider alt und vor so 24, 25 war ich letztes Mal auf so einem Rennen. Und wir fahren heute wieder zur Viertelmeile. Und Akkens und ich haben einen richtig geilen Sonntag. Ja. Wir fahren jetzt los. Wir nehmen mit, aber das müsst ihr uns verzeihen, ich bin einfach da offen so, also wir nehmen mit den Turbo und den R8, aber die Autos kommen in anderen Videos dann noch vor, das kann ich mal so sagen. Also, wir ziehen los, Akkens fährt Turbo und dann wechseln wir gleich nochmal, dann fährt Akkens R8 und dann, wenn wir da sind, fahren wir auch auf der Strecke. Du fährst auch, ne? Viertelmeile. Du fährst aber auch, ne? Kann ich machen! Ja, ich freue mich echt. Super viele geile Erinnerungen. Das Gefühl, diesen Sonntagmorgen-Vibe. Ich war ein ganzes Stückchen früher da und dann habe ich so in Ruhe Luftdruck und Öl und Autos geguckt. Und einfach so, wie steht das Auto da? Ist irgendwas, was man vergessen hat? Kerzen oder irgendwie sowas. Aber da merkt man auch, dass diese Autos heutzutage viel besser laufen als früher. Wenn ich sowas früher gemacht habe, ne? Dann hieß es morgens nochmal Kerzen drücken, Temperatur, ist es kalt, ist es warm. Dann hast du mich so ein paar Testläufe gefahren, hat damals nicht die Leute so gestört. Eigentlich müssen wir noch ein paar Antriebswellen mitnehmen. Nee, Frontdifferenzial, das war so mehr mein Ding. Bei dem 33er GTR Antriebswellen auch, aber ging. Wenn die kaputt waren, dann war eh vorbei. Also, ja, ich freue mich sehr. Wir steigen ein. Die beiden Burschen stehen hier schon. Sieht auch echt geil aus. Und was mich halt auch so daran bewegt ist, früher war ich da, dann war ich im Polo auch da oder mit dem GTR. Und dann war das auch schnell und war das krass. Und guck mal jetzt. Das ist beides sehr, 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 sehr schnell. Ja, ich bin gespannt, wie die Stimmung ist. Ich war mal beim Viertelmeile-Rennen wieder und das Unangenehme war bei der Geschichte, dass diese Jagd auf mich als Person so unangenehm ist, weißt du, weil sehr viele komische Egos da so rumrennen bei so Viertelmeile-Rennen. Das ist wirklich, oder? Ja. Es ist einfach echt unangenehm. Ach, egal. Wir machen das Beste raus. Wir haben einen wirklich, wirklich geilen Tag. Ich weiß es jetzt schon, weil es ist, glaube ich, einer der letzten richtigen Sonnentage hier in Deutschland. Und ja, ziehen los. Wird richtig cool. Ey, Leute, wir sind gerade da. Die haben uns dann ganz lieb durchgewunken. Ey, ich habe Erinnerungen, das glaubt ihr nicht, ich war hier und das ist so lange her und dann habe ich gerade mit den Jungs vorne auch gequatscht am Eingang und dann meinten die so, das letzte Mal, dass du hier warst, ist 15 Jahre her. 15 Jahre, was in den 15 Jahren passiert ist, ist wirklich krass. Hi. Hallo Jean-Pierre. Es ist schön, dass du da bist. Ey, es ist viel krasser, als ich dachte. Also Erinnerungen, alles ist gleich, alles ist so, wie es ist. Hi. Hi. Und ich freue mich total. Wie lange ist das her? 15, meinten die Jungs 15. vorne. 15 Jahre. Boah, wie lange machen die Jungs das jetzt hier schon? Also seit 2007. 7, 13, ja. Also es war dein 33er. Da kenne ich ja, auch ein paar ja, Videos. Ja, genau. Aber es muss noch länger her sein. Der 33er ist länger her. Oder nee, kommt das hin? Ist auch egal. Auf jeden Fall noch deine alte Firma gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber du machst hier Moderation jetzt? Ich mache jetzt hier die Moderation, tatsächlich, ja. Ich brülle hier den ganzen Tag rum und ich habe heute die Lautsprecher kaputt gemacht. Sind aus? Ja, ich hab noch einen Bluetooth-Lautsprecher. Okay. Ich habe sie kaputt gemacht. Aber was für Zeiten fahren die Jungs hier so? Also wir haben gerade eine wilde Runde gehabt. Da hatten wir 4 Autos mit 9er Zeiten. Boah. Ja, ja. Also wir hatten gerade 9-1 tatsächlich, Golf 2 V6 Turbo. Und gestern hatten wir einen wilden Diesel-BMW hier. Der hat einen 9-2 auch gefahren. Ein Einser, okay. Kennst du bestimmt, blauen Ice Performance mit Allradumbau, Vollflieg. Ja, ich glaube, ich habe den mal gesehen bei Insta. Oder 100%. So. Ja, also, ja, ja. Das Ding war hier, ja. Ist gestern leider kaputt gegangen. Der erste Lader, der fährt ja so ein Compound-System. Ja. Und dann hat der erste Lader durch den zweiten Lader gejagt und dann war Feierabend. Aber müssen machen die eigentlich immer. Ja. Amis machen ja sogar 3, ne? Ja. Das hat 2 Jahre gehalten, hier ist natürlich kaputt gegangen. Ja. Nee, aber sonst hast du auch ganz normale Autos hier. Wie viele Leute sind ungefähr da? Ich kann das nicht abschätzen. Also da musst du am besten mal Marco fragen, unser Veranstalter. Ja. Weil der kann das auf jeden Fall besser abschätzen. Ich vermisse das, es ist echt geil. Ja. Aber das, ne? Ja. Das ist wirklich das, was geil ist. Also ihr habt Dieselklassen oder wie läuft wir das? Wir haben, genau, also du kannst fahren gegen alles. Also jeder kann gegen jeden immer fahren. Genau, immer. Aber Zeiten werden genommen. Zeiten werden für die Klassen gewertet. Ne? Das heißt, wenn du dich anmeldest, Zeiten werden für die Autos gewertet. Was
was bei den TDIs halt wirklich Glocke und so ausmacht, ist echt krass, was drehzahlmäßig geht. Ne? Das ist echt wild. Das sind ein paar ganz kranke noch hier. Den Motor haben wir auch noch bei uns liegen, den großen. Aus dem Golf 4? Ja, ja, der ist ja da. Der Nico ist zum Beispiel unser Veranstalter mit. Hi. Lange ist her. Ja, ist ich. Ey, mich, ich hab hier. Nein, aber für mich ist echt gerade sehr geil, weil ich habe gedacht, ich komme hier hin und kenne keinen. Und ich komme hier hin und das Gefühl wie der Zeit. Nochmal jung, Mensch. Ja, aber echt so. Das ist alles Diesel. Nee, ist nicht Diesel, das ist Benzin dann wieder. Wir hätten auch für dich noch einen 992 Turbo S hier in Rot. Ja, hab schon gehört. Mhm. Hab ich schon gehört. Beim Eingang wurde mir das schon gesagt. Genau. Aber ich bin da gar nicht drauf aus, so. Nein, auf dieses Spielen. Das ist ja auch das, warum wir das hier machen. Wir sind keine Profi-Veranstalter. Ganz ehrlich, früher war ich schon noch. Ach da, krass. Da kann ich aber nichts drauf lesen. Ach, da oben dann. Der ist jetzt eine 11.9 gefahren mit 145, das ist Stil. Also der hat so ein bisschen ausrollen lassen oben rum. Der Golf R zum Beispiel 185 mit 12,99. Ja, also das sind mir alles hier angezeigt. Wir haben die große Anzeige. Toll. Aber worauf ich gerade zurückkommen wollte, wir sind ja hier keine große. Hier kann jeder fahren. Jeder fahren, ne? Jeder. Hey, auch ein 45er Corsa kann hier theoretisch fahren. Ja, geil. Geil. Na, willst du gleich machen? Ja, auf jeden Fall. Ja? 100%. Ja, 100%. Du gegen Akens, oder? Ja, das gucken wir gleich. Das gucken wir gleich. Wie Akens, sag mal was. Was ist denn? R8 oder R-Turbo? Wir kommen gleich mal wieder. Ja, ja. R8 Turbo fahren, was ist mehr dein Ding? Ich glaube R8. Ja. Was da jetzt so rauskommt. Also. So E63 SAG. Aufbahn 1 fährt eine 10,75 gegen eine 12,07 Aufbahn 2. Ich erinnere mich grob, ich war glaube ich mit dem 33er gut, wenn der 200 war oder 199, 198, ja, dann war das echt schnell. Das ist der vierte Gang Ende, ne? Ja. Ja. Und. Ja. Ja, und Marco hat halt irgendwann die 99, 98 geschafft. Mhm. Und ich war 10,01 oder so. Überleg mal für die Zeit. Ja. Ich habe hier, Akens, Antriebswellen und Differentiale weggeschossen. Genau hier, das kannst du wieder nicht wegstellen. Also wirklich. Und dann pass auf. Oder Gänge, dann möchte ich den Gang einfach übersprungen und weitergefahren. Du hörst den Gang ableisten und mit dann einen weiter und dann war der wieder da. Ja, BMW M55 Diesel fährt hier gegen Polo 6M. Ja, ja. Das Ding hat vielleicht 75 PS. Aber jetzt Spaß, jetzt leben. 100%. Ja, voll, voll. Bahn 1 fährt ja eine 12,73 gegen. Ach, guck mal, da hinten ist unser 1. Eine 18,16 auf der Bahn 2. Und hier haben wir den VFD-Tuning, den Tai. Mit seinem TT. 2 Liter Turbo. Gegen Opel Corsa A 1,6 Liter 16V. Vom Team GKO. Ja, die Jungs sind sehr bekannt für ihre Burnouts. Und der Audi TT auf Bahn 1 hat eine 10,91 gegen eine 15,34 auf Bahn 2. Ampel ist 3 und auf grün los. Genau. Und wenn unten an ist, ist Fehlstart. Genau, oder die Nummer ist noch nicht eingegeben. Ne? Also für uns ist das zum Beispiel, wenn es jetzt noch rot leuchtet, die Startnummer noch nicht eingegeben. Jetzt müsste die Lampe ausgehen, ja. Alles gut, dann stage er ein, Pre-Stage, dann drückt er irgendwo auf den Knopf und dann zählt er runter. 1, 2, 3, grün. Ja, wir gucken mal, weil Ampeln sind nicht alle gleich. Genau. Aber er gibt freien Ärger. Genau. Ja, Audi RS3 auf Bahn 2 gegen BMW 330 Diesel. Das war jetzt schwer. Also, okay, wir gucken uns um. Bis gleich. Also da ist wieder so ein Corsa A, da ist gerade ein 13er Schlüssel rausgeflogen und das Rad verzieht sich alles, ist da wirklich los wie wild. Da muss der Kenny hinkommen. Und keine Sperre. Hast du gesehen, die Räder drehen da nicht ganz so durch. Ja, macht da noch ein bisschen warm hier.
der Kopf so. Jetzt mal aus den Caddy. Oh. Oh da, nee. Rechts ist weg. Ja? Nee, zieht durch. Fährt hier eine. Ah, da kommt Wasser raus. Da, die Kopfdichtung gewechselt, da kommt noch ein bisschen was durch. Die darf man nicht drüber gehen, glaube ich. Ne? Okay. Ja. Was hast du gemacht? Ja. Das Ding ist so E36, ne? Sind performancemäßig bei sowas sehr, sehr unterlegen. Ja, das passt, gar kein das Konzept passt nichts. Einfach nicht. Nee, geht nicht vorne weg. Oh, der rennt aber nicht. Was? Hätte nicht erwartet. Ja, auch nicht, aber gar nicht. Na komm, wir gehen mal weiter. Ey. Als ob die Zeit sich nicht weitergedreht hätte. Ne? Die gleichen Leute. Wirklich, die gleichen Leute. Hallo. Was auch geil ist, dass halt auch wirklich viele Bikes immer mitfahren. Ne? Eben auch, wo wir das standen. Ja? Wo wir das standen. Ja. Mann, ne? Hi. Geil. Das ist natürlich auch wirklich die andere geile Variante. Das ist so quasi wie der Supergolf. Ein 32er. Nee, oh, das ist aber ein 28er. In einem A4B5. Geil. Aber guck mal, wie die Spulen sitzen auch, ne? Ja, das ist krass. Normalerweise von oben. Ja, das ist ein VR6. Ja, aber bei unserem Thunderbird. Nee. VR6. Aber warte mal, der andere Kopf, ja, ne? Auch. Oder nicht? Ach so, ich verguck mich gerade. Das sind zwei. Nein. Bei uns stehen die ja so. Ja. Hallo. Nee, hat nicht der 2.8er? Der 2.8er Kopf? Hat der einen anderen Kopf? Ich glaube, der 2.8er-Kopf hat das so. Ich glaube. Also auf jeden Fall jetzt 12.10. Ja. Komm, wir gehen da mal rüber. Ja, Mann, dann habe ich hier im Wohnmobil gepennt. Und am Zelt. Geil. Mega geil. Echt krass. Also, ja, voll. Gemütlich auch. Und das war auch immer. Wenn ich beim Videos immer so erzähle von den Ami-Leuten, ne? Wenn die dann so beim Start, bei hier stage du dich so quasi, dass du entscheidest, guck mal, wer da ist Captain Kotte, der ärgert mich gleich. Dass man immer so ein bisschen so guckt, wer gegen wen fährt. Ne? Und das Ding war immer, dass die Amis dann so, nee, lass mich gegeneinander fahren, deine Japaner Schüssel und so. Ne? Ich hab 8 da Hubraum und stecken und so, Digga. Außer laut ist das gar nichts. Ne? Weil die halt sowas nicht so oft machen. Und wenn die das erste Mal beim Viertelmeile-Ding sind, die haben keine Messuhr, die checken die Zeit nicht, die hören den Hubraum. Das, was der Verkäufer gesagt hat, hey, was der Verkäufer gesagt hat an Leistung. Und dann rechnen die hoch und denken, Digga, das muss doch abgehen. Ich zieh doch jetzt hier alles ab. So, das ist so krass, ne? Das ist so geil. Ja, komm, wir gehen mal zum Kopf. Wir ärgern Kotze mal. Warte mal. Cap Kotze! Du Sack. Hi. Geht's dir? Herzinfarkt. Jetzt bist du alt oder was? Ja, jetzt hab ich Herzinfarkt. So, was haben wir hier? Wir haben die Oma auf den Reifen, die ich gemopst hatte. Genau. Wie viel Leistung haben wir heute? Keine Ahnung, so 900. Warum? Aber er dreht halt nur. Warum? Fährt nicht los, dreht. Aber warum hast du runtergemacht? Weil ich sonst gar nicht losfahren kann. Nein, gar nicht. Krass. Funktioniert jetzt hier nicht. Wir gucken mal. Ja, ich werde es beobachten. Ja. Wir kommen gleich nochmal zu dir. Bis gleich. Ja, komplett irre, ne? Ja. Hier, das sind die Besten immer. Ja, ich hab's schon mitbekommen. Die 13er Schlüssel fallen da raus wie nix doch. Die plumpsen raus. Von der Kopfdichtung. Ja. Er hat vorne Burnout gemacht. Die ganze Nacht hat Auto repariert. Die ganze Nacht. Gestern zweimal gefahren, Kopfdichtungsschaden. Ja. Dann sind wir nach Paderborn gefahren zu Martin, haben noch eine Kopfdichtung geholt und alles. Und dann haben die bis heute Nacht geschraubt noch mit Helikol. Da wollen wir die Lagerböcke von der Nockenwelle anziehen. Alles rum, da können die Stehbohrer rausziehen. Aber ganz ehrlich? Und dann bei Dicklos heute Nacht noch Helikols reingesetzt.
wenn du Helikol reinmachst auf dem Event, dann willst du es auch. Weil so, das ist so ein Moment, wo du eigentlich ab, ja, wo du aufgibst, weißt du, wo du sowas? Nein, wir geben nicht. Das beste war der Fuddelschrauber, gibt nicht auch. Fünf Teams, fünf unterschiedliche Teams auf einem Autofit genommen. Ja. Was ich gerade sehr schön finde, ich war wirklich sehr viel hier, so vor 15 Jahren. 15 Jahre, ja, was halt echt krass ist. Sogar noch. Und jetzt wieder hier zu sein, ist einmal wirklich super, super schön. Und diese Stimmung ist gleich. Ja. Schönen guten Tag. Das ist dein Ding, Akins. Ja. Akins Kopf rot. Der ist auch geil. Oh ja, der Fake-Auspuff, weißt du? Ja, der ganz kleine. Der ist da drunter, der richtige. Ach, guck mal, ich vorhin dachte, das ist gar nicht mein Auto. Nee. Oh! Sehr geil. Aber auch geile Farbkombi, Alter. Ja. War die drin, die Ausstattung? Ja, war für eine Serie. Man sollte gleich alles hier sein. Boah, Chevy Nova so? Geil. Alter. Hallo. Darf ich mal Hallo sagen? Ja, klar. Hey, welche Tessite? Hallo. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ja, hallo. Kassis, Buschis. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So viele laute Autos, ne? So ein Shit, ey. So ein Shit. So ein Shit, so ein Shit, so ein Shit. Geil. Schön sauber, ne? Ja. Hallo. Ich würde vorschlagen, wir fahren mal, ne? Ich sagen, wir fahren mal eine Zeit mit dem Turbo. Ja. Und zu Zeit? Kann man. Ist auch egal, ne? Ja. Na komm. Hallo. Das ist Spaß. Willst du Bahn 1 hier starten oder? Das ist mir komplett egal. Kommst du dann gleich nach dem Lauf, drehst du dann oben? Genau. Kommst du dann hier wieder runter, dann kannst du hier direkt wieder parken. Genau, der Michi mir gerade beim Motorrad durchfahren, ne? Du kannst aber auch direkt hier gleich wieder parken, wenn du willst. Wie komme ich denn da rauf? Über die Wiese? Oder wie meinst du? Du fährst bis oben? Ja. Drehst, kommst dann auf der Spur hier wieder runter? Sicher? Ja. Und dann parkst du wieder hier. Okay, mach ich. Ja? Danke sehr. Deine Nummer brauche ich noch. 394. Aber ich glaube, der Turbo fährt damit jetzt wirklich auch super. Gemacht? Ja? Fair gemacht? Ja, der 1100 PS. Ja, shit. Kalt, ne? Ja, ja, ist normal. Kann ich nochmal? Du kannst auch nochmal. Ich denke, da hat jeder Verständnis für. Ja, gerne. Dann willst du mal die rechte, Bahn nehmen. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Und nochmal? Okay. So, dann wäre es jetzt noch einmal. Wir nehmen mal die rechte Bahn. Dann nehmen wir die. Weil da geht was ganz anderes jetzt mal auf. 10-1 hatten wir jetzt. Sagen. Ja, jetzt kommen wir wieder auf. Geil. Mega.
man ist genauso, startet da, wo man früher aufgehört hat, aber das ist nicht tief, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. 959, das ist dein Lieblingsauto. Ja. 0,6 Sekunden schneller wegen allen Autos. Das ist crazy. Echt krasser Unterschied. Aber der Unterschied ist gigantisch. Also wie er reinregelt, ist einfach total. Aber Reifen kalt ist auch krass. Ne? Da kam gar nichts. Das ist gar keiner zu Hause. Er hat doch keinen Ladedruck zugelassen, nichts. Genau, aber ich meine, der 9FF hatte gerade, wir fragen mal Michi, der hat 1100 PS, wie er sagt. Was war denn die Zeit davor? Genau, das möchte ich gerne wissen, was er gefahren ist. Das sind zwei verschiedene Läufe, da 10.1, 9.5, 9. Oh, Reaktion, geil. Ja, tschüss. 2.34 durch Ziel, wir waren aber beim zweiten mit 2.35 durch Ziel sogar. Krass. Fehlstart 9, Bahn 2, 60 Fußzeit 1.54. Geil. Guck mal, am Datum haben wir gestartet, am 12.09. Also um 12.09. Okay, geil. Ich will aber, wir fragen mal eben nach, was der Turbo gefahren ist. Michi, was ist der rote Turbo gefahren gerade? Der rote Turbo gerade 9.99 irgendwas. Du bist schneller gewesen. Tatsächlich bist du schneller gewesen. Krass. Also mit warmen Reifen macht das schon viel aus. Ja. Also 9.59 ist schon für einen Porsche Turbo richtig gut. Also Heiko heißt der. Ja. Mit dem roten, der fährt hier jede Veranstaltung bei uns. Also 9.59 hat er noch nicht geschafft. Nein? Nein. Also schnellster Turbo so jetzt? Bis jetzt auf jeden Fall. Und den kennst du auch in den BMW. Ja, natürlich. Darf ich jetzt da rangehen? Ja, kannst du ruhig machen. Ja, okay. Kannst du ruhig einmal dahin gehen. So, BMW M5, BMW M4. Das ist der Herr Kotte. Ich ärgere mich nicht. Ich ärgere dich doch gar nicht. Doch, doch. Das ist der aus dem Video. Das macht dicke. Mich nervös. Sag Quatsch jetzt. Hau ab. Tschüss. So, BMW M5 gegen BMW M4. Geil. Aber das heißt, dass der Turbo von uns auf jeden Fall schneller ist als der 1100 PS. Da steckt echt Kraft hinter. Bahn 1 hat eine 10,92 gegen eine 10,50 von Manuel Kotte. Krass. Also würdest du sagen, die 9,5 ist schon schnell jetzt gewesen? Definitiv. Das ist eine sehr gute Zeit. Sehr gut. Was ist das schnellste bis jetzt überhaupt hier? Boba und 16 Bambi und so. Ja, ja. Und da ist der Jan, Bahn 2 mit seinem Audi 80 1.8T gegen Pinto Cruiser Turbo. Weil wir haben auf jeden Fall, sind wir weit weg von 1.100. Das ist doch genau das Viertelmeile-Auto, oder? Ja, Pitikusa ist auf jeden Fall Go-To. Nee, aber jetzt bin ich dann doch platt von den 9.5. So, Audi 80 auf Bahn 2 fährt ja eine 14,46 gegen eine 18,57. Doch, die 9FF-Autos, die rennen eigentlich. Also. Ja, aber 1100 PS gegen 9, was haben wir noch? Wir haben 900, was haben wir gemessen? 910, 920 PS, 930 PS. Noch zuhören, Leute, 930 Newtonmeter. Suzuki Swift Sport gegen BMW X4. Ja, wir sprechen gerade. Vielleicht hat der auch noch kalte Reifen. Wissen wir ja nicht. Na, der ist schon gerade losgeschossen. Ist schon gut, ja. Der ist schon echt losgeschossen. Ja, und der BMW ist tatsächlich ein Diesel. Aber ich würde vorschlagen, dass wir. Wir sehen es auch heute einmal gegeneinander. Wir beide. Ja. 16,1 gegen eine 13,46. Okay, machen wir. Was willst du denn fahren? Mir ist das egal. Sag, was du fahren willst. Wenn du sagst. Ui. Das war der Seat wieder. Der mit dem kleinen Auspuff da? Nee, der Diesel wahrscheinlich. Ja? Der hat gerade schon gelauncht und dann hat es einmal so geknallt hier am Start. Was? Ja. Also ich würde vorschlagen, müssen wir rausschneiden, das ist ein Video. Ja. Wenn ihr gleich noch da seid, ich weiß nicht, ihr seid schon da auf die Wiese gelaufen, ne? Die noch nicht. Den grünen Audi und den blauen Golf und so gesehen, Golf 2. Nee, noch also nicht. Also da, wo die Menschen in der Kurve stehen, da haben wir was abgeflattert. Das steht auch ein grüner Audi. Ja, sehe ich. Also das sind so unsere 1000 PS-Ecke, ist das? Ja. Also dann können die gleich nochmal fahren. Das ist auch immer sehr interessant. Ja, auch mal wir gehen ja mal rüber, wir gehen mal gucken. Gehen mal gucken. Okay. Das ist auf jeden Fall geil. Vielleicht treffen wir den auch noch. Ja, fahren wir mal. Ja. Ach krass, 1.8T. Hallo. Ja, mit Seilzug sogar noch, ne? Ja. Das ist schön. Das ist big. Den Platz haben wir nicht immer ab. Den Platz? Ja, geht, ne? Also die Ansaugbrücke ist hier. Ja, genau, unsere Ansaugbrücke haben wir nicht, aber nach hinten, das würden wir, glaube ich, reinkriegen. Und die Ladeluftstrecke kriegen wir auch rüber, glaube ich. Aber den Ladeluftstrecke?
Ja. Müssen wir nochmal Klimakasten wegmachen. Und dann haben wir hier nochmal. Auch Seilzug. Da ist auch das neuere Getriebe. Auch mit Klarlack lackiert, glaube ich. Ja. Wo ist das nass? Kann auch nass sein. Nee, ist klar. Topfgrenze. Auspuff ist auch echt sportlich. Geil. Bestimmt Bock, so ein Ding zu bauen. Was für ein Ding? Ja, einfach nur ein Drag-Auto. Nein, das habe ich hinter mir. Am Wochenende mit das hab ich echt hinter mir, weil das Ding ist, du machst immer mehr und dann kommst du zu einem Punkt, wo es immer kaputt geht und dann fängt man nicht an, weniger zu machen. Dann denkt man, bildet man sich ein, wenn ich das so baue, dann hält das und dann geht das so ins Geld. Ja, ja. Du vernichtest einfach nur noch Geld. Auch geil. Hi! Ja, super Idee, oder? Was denn? Gleich mit deinem Porsche gegen den? Ja, warum Escort. Nicht? Ja? Machen wir, Cyril. Auf jeden Fall, wäre super. Cool. Hi. Hallo, schon vier, hi. Wir können auch R8 machen. Keine Ahnung, welches Auto ist denn schneller? Das weiß ich selbst auch nicht auf Meile. Ich denke, der Turbo. Ja, ist gerade, was fährt der so für eine Zeit? Hier eine 938. 938, ja klar. Ja, wir sind gerade gefahren 95. Ja. Okay, ja, bis gleich. Mit dem Mikro doch da, oder? Ja, den Michi, den kenne ich gut. Ja. Bis gleich. Ja, ne? Ja, ist echt so. Die Corvette finde ich auch als ganz original nicht. Dann Z06 und dann ZR1 und dann könnt ihr jetzt noch mal eine. Aber die ist echt auch gewachsen am Auge. So, ne? Ja, krass. Und die hatte mal eine Liste, glaube ich, 99 gekostet, ne? Kann sein, ja. Ist das auch überlegt? Ja, Wahnsinn. Ich bin auch gespannt, was sie für eine Zeit hat, weil als Düsselmotor wird die, denke ich mal, traktionsmäßig gar nicht so schlecht dastehen. Als langsam betitelt habe, der habe ich gerade angesprochen, er hat auch eine richtige Show jetzt raus. Also, wir sind gespannt. Jetzt kommt was. Wir fragen ihn mal, was der wiegt, ne? Ja, dann jo. Genau, warte mal. Du, kleine Frage, was wiegt der? Der hier, ich habe noch nie gewogen. Ich will zwar biegen, aber ich habe es noch nie gewogen. Okay. Aber das kommt irgendwann. Okay. Ja, genau. Das heißt. Ja. Oh, der macht China. Turbo sogar. Und wenn der so hoch steht, denke ich sogar auch Allrad. Ja. Ah, gefährlich. So, jetzt wollen wir die Show sehen hier. Ich habe gar nicht gezeigt. Das da habe ich gerade gehört. So, jetzt muss ich aber echt auf 17, Alter. So, wir haben jetzt gleich 15:15. Ich fahre jetzt gleich zurück. Und dann fahre ich gegen den Escort, der eine 9.3 fährt. Der Akkens ist diesmal draußen. Ein bisschen weniger Gewicht. Der Akkens wiegt bestimmt so, weiß nicht, 80, 70 Kilo. Was können wir denn noch optimieren? Wir können das machen.
alles ausquetschen. Was bei so einem Auto nichts bringt. Ich habe jetzt gerade Klimaanlage ausgemacht. So, wollen wir mal gucken, ne? Achtung, eine 9,66 auf Bahn 2. Aber krass schnell. Aber ich glaube, wir haben unsere Zeit nochmal verbessert. Ja, aber das ist gewonnen. Ja, ja, schon. Schon. Geil. Geil, echt geil. Der haut dir eine Trommel weg. Ja. Der Escort geht echt ab wie Sauer, ne? Darf ich dich was fragen? Ja, klar. Wenn du später fährst, können wir mal ein Foto machen. Ja, natürlich. Später, ja? Machen wir. Geil. Das ist mein Motorenbauer. Ja? Ja, ja. Aber der macht heute nur Tank. Der hat alles umgebaut, mit Turbo und so. Was ist da drin? 3 Liter Turbo. Was? Mit einem Lader von Paul Schubeck. Ah. Auf seinem alten GTR-Projekt. Bahn 1 hätte eine 11,97 gegen eine 14,35 auf Bahn 2. Was ist denn das? Gummi. Irgendwas gummimäßig. Komm, wir gucken, was das ist. Bin mal gespannt, was da rausgeflogen ist. Ich auch. Was ist denn das? Oh, süß. Nichts Dramatisches. Deko. Irgendein Kunststoffstoff. Ne? Deko. So, Moped gucken wir uns eben noch kurz an und dann sagen wir Tschüss. Weil, Du bist nicht nur Moppets, du hast noch ein Audi. Ach so. Nee, ich nicht. Wir sagen hier Tschüss gleich. Ja. Wir gucken mal, Moppets fahren jetzt? Nee, jetzt fährt noch erst der Audi und danach die Moppets. Okay. Ja, eine G6R. Die S1000, die mit der langen Schwinge, ist vorhin auch schon 9,5 gefahren. Boah. Was, ist da irgendwie sowas wie ein Kompressor drin? Oder? Nein. Die meisten fahren Lachgas. Yes, yes? Immer so eine kleine Pulle irgendwo und dann waren die Lachgas. Gehen die nicht ab, aber der ist vorne ziemlich tief gemacht, ne? Ja. Ja, das kannst du halt, wie viel Geld ja. in diese Autos ja. fließt. Und ich kenne das, wenn so Leute hinkommen, die haben dann ihren Luxus-Neuwagen, danke sehr, ihren Luxus-Neuwagen gekauft und denken, sie haben halt das Mega-Ding, aber dabei ist so eine Mühle, die sieht dann aus, 500 Euro und da stecken einfach 100 Mille drin. Weißt du, woran ich das den kennst du jetzt, der kommt. Wer ist denn das? Der zweite, der ist nicht der Audi. So, hier auf Bahn 1, Audi A4, VR6 Turbo. Wenn du die ganzen Netzverbindungen siehst. Ja. Benjamin Greiner. Dann weiß ich mal los. Ja. Fährt jetzt gegen jemanden Bekanntes. Ah, der Turbogockel. Der Turbogockel. Nein. Der Turbogockel. Den gibt's schon ganz lange. Nee, der Orangene. Guck mal, Reaktionszeit. Also. Noch Fragen? Geht doch. Bleibt das. Er braucht 1, 2, 3 Läufe. Ja, 0,1, das ist schon gut. Ja. Ich gebe mal eine Sekunde. Ja. So, Benjamin Greiner, Audi A4, VR6 Turbo gegen den Turbogockel, den Golf 1 R30 Turbo. Ja, ist auch gut. Hier den krassen Vorteil, weil der Motor vor der Vorderachse sitzt, mit was für einer Ruhe das Auto losbeschleunigen kann. Ehrlich? Im Vergleich zum Quereinbau, weißt du? Guck mal, TT-Armaturenbrett drin. Alter. Ja. Ah. Da war auf jeden Fall der Fuß schwer. Ja.
Also, 98er R1, 150 PS Serie. Das war das schnellste Motorrad, was es damals gab. Hat aber jetzt nicht mehr. Nee, das ist mehr. Das ist ein 9,6 CBR Fireblade, ne? Das ist so auch auf meiner Jugend. So, alte. So, die Fireblade auf Bahn 1 hat eine 10,5 auf Bahn 2. Das ist ein Drehmoment, ne? Noch eine 98er. Geil, wie tief du vorne durchgesteckt ist, ne? Wie tief die vorne ist. Damit der ganz hoch geht. Ja. Okay, wir haben gerade gehört, der KTM-Fahrer hat vorhin schon mal Spannung für Spannung gesorgt. Wir gucken mal, ob er nochmal spannend wird. Aber auch richtiger Jockey, ne? Auf dem 8. Mit Kennzeichen. Short-shifted. 9,76 gegen eine 10,82. Aber eine 10,8 ist ja so gefahren. Der ZX6R Ninja. So, aber was krass ist. 7, okay. So, das war mein erstes Moped. Und das ist die Tochter von dem gerade. Turbo. Okay, sie fährt auch eine Turbo, ist 18 Jahre alt. So, das letzte jetzt. Ja. Die letzte war eine Marie 18, der Rio. Fertig, auf Bahn 1 eine 12. Okay, Turbo ist geil. Turbo ist geil. Also, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und wir gehen hier hinter. Also, Akens, komm mal her! Sag mal tschüss! Tschüss! War lustig? Ja, sehr geil. Voll geil, tschüss!